In diesem Video zeige ich euch jetzt, wie wir hier in dieser Listbox diese Einträge recht schön machen können. Also eigentlich beliebig machen können, aber wie geht es ganz konkret, dass wir hier den vollständigen Namen und das Department haben. Also wer es wissen will, bis zum Ende gibt es die Auflösung und ihr könnt das auch selbst ausprobieren. Im letzten Video haben wir gesehen, wie wir diese Oberfläche machen, dass wir hier Personenobjekte hinzufügen können. In Dave Dev, der ist im Development, Add Person, und dass wir hier eben die Personen in die Liste mit Hilfe der Observable Collection reingeben können. Und diesmal sehen wir uns an, wie wir das eben customizen, wie wir hier eine schöne UI zusammenbekommen, dass wir den vollständigen Namen sehen einer Person und gleichzeitig aber auch das Department, in dem er arbeitet. Und das geht so, indem wir in dieses XAML gehen, in die View, und hier ist eben diese Listbox. Und wir geben das mal weg und machen das Endetag selbst, slash Listbox, und machen hier ein Listbox Item Template. Das Item Template ist das Template sozusagen, das ihr für jeden einzelnen Eintrag anwendet. Und da kommt ein Data-Template rein. Dieses Data-Template ist jetzt, wie er diese Daten darstellt. Und ich mache es ein wenig größer. Hier werden die Personen gebunden. Er geht sozusagen in eine Schleife durch beim Zeichnen dieses Elements. Und für jede Person führt er das aus, was wir hier im Data-Template haben. Und da machen wir mal ein Stack-Panel rein. Das Stack-Panel ist für... ist so ein Layout-Container, wo Elemente horizontal oder vertikal einfach nacheinander gerendert werden. Wir machen hier die Orientation vertikal, damit wir da zwei Elemente untereinander haben. Und hier machen wir ein Text-Block. Und der Text, den binden wir jetzt, Binding, von einer Person auf den Fullname. Das wird ja ausgeführt für jede Person in dieser Collection, und das ist ja das Person-Objekt hier. Person-Objekt besteht aus Vorname, Nachname, vollständiger Name und das Department. Wir zeigen einen vollständigen Namen an und darunter noch das Department. Also darunter Textblock. Text bekommt ein Binding mit Department. Jetzt können wir den Text noch ein bisschen formatieren. In den Eigenschaften einfach sagen wir Text. Okay, das soll zum Beispiel fett sein und nicht 12 Pix, sondern 14 Pix. Und hier machen wir drunter noch ein bisschen einen Abstand im Layout. Margin nach unten sagen wir 5 Pixel. Und wenn ich jetzt hier Play drücke, dann wendet er beim Rendern der List für dieses Data Template entsprechend an. Max Muster ist im Sales tätig, Add Person, und ich sehe hier fett etwas größer geschrieben den Max Muster. Ich habe hier die Susi Müller im Backoffice, Add Person, und die List View verhält sich, oder die Listbox verhält sich genau wie eine Listbox. Ich kann die Elemente anklicken nacheinander und sie werden einfach nacheinander nach unten gezeichnet, es kommt eine Scrollbar, wenn es zu klein wird, etc. etc. Und die Darstellung eines Eintrags habe ich hier eben mit diesem Data-Template hier oder Item-Template definiert. Und wie gesagt, jede Person geht da durch, für die Person den vollständigen Namen anzeigen und für die Person das Department anzeigen. Wir können hier auch Buttons reingeben, wir können Bilder reingeben, dass wir zu den Personen Icons haben, etc. Auch das geht natürlich alles, oder auch irgendwelche Farben binden und so weiter und so weiter. Nur kurz gezeigt, wie kann man hier Elemente adaptieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.